Thüringen, die Demontage unserer Demokratie. Liebe Freunde und Sympathisanten der AfD, die Ereignisse scheinen sich nach der missglückten Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten zu überschlagen und mittlerweile auch auf Sachsen-Anhalt auszuweiten. Ich möchte mit diesem Video die Geschehnisse der letzten Tage rekapitulieren und ihre Bedeutung für die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in unserem Land beleuchten. Bodo Ramelow wurde 2014 zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt. Er regierte anschließend zusammen mit SPD und Grünen mit nur einer Stimme Mehrheit. Bei der jüngsten Landtagswahl im Oktober letzten Jahres trat er erneut an, um die Koalition mit SPD und Grünen fortzusetzen. Und bei dieser Wahl wurde er schlichtweg abgewählt. Als Ergebnis gab es eine bürgerlich konservative Mehrheit in Thüringen. Unter Björn Höcke konnte die AfD ihr Wahlergebnis mit 23,4% mehr als verdoppeln. Obwohl Rot-Rot-Grün die Mehrheit verlor, beanspruchte Bodo Ramelow erneut die Funktion des Ministerpräsidenten, als hätte er weiterhin das natürliche Recht zum Weiterregieren. Am Mittwoch, den 5. Februar, stellte sich Bodo Ramelow siegesgewiss zur Wiederwahl. Er rechnete fest damit, dass CDU und FDP nicht mit der AfD für einen anderen Kandidaten abstimmen würden. Das hieße jedoch im Umkehrschluss, dass CDU und FDP auf einen eigenen Ministerpräsidenten freiwillig verzichten sollten. Das Schreckgespenst AfD konnte im Vorfeld der Wahl als Drohkulisse nicht groß genug aufgeblasen werden, um CDU und FDP von der Aufstellung eigener Kandidaten abzubringen. Björn Höcke ist jedoch nach der Landtagswahl im letzten Jahr auf CDU und FDP zugegangen. Er machte das Angebot, eine bürgerliche Minderheitenregierung bzw. eine Expertenregierung zu unterstützen, um die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün zu verhindern. Denn dies war das erklärte Wahlziel der Thüringer AfD, das in unzähligen Wahlveranstaltungen so angekündigt wurde. Björn Höcke setzte auf den parteilosen Sundhausener Bürgermeister Christoph Kindervater. Kindervater ist nach eigenen Angaben Anhänger der Werteunion und brachte sich selbst ins Spiel, indem er allen Oppositionsparteien seine Kandidatur anbot. CDU und FDP winkten jedoch ab. Die Ausgangslage für die Wahl am Mittwoch, den 5. Februar, war sodann die folgende. Die CDU wollte keinen Kandidaten aufstellen. Die FDP erklärte, dass in einem möglichen dritten Wahlgang Thomas Kemmerich antreten werde, wenn neben Ramelow noch ein AfD-Bewerber zur Abstimmung stünde. Das war natürlich eine Einladung an die AfD. Kindervater wurde seitens der AfD im dritten Wahlgang aufgestellt, um Kemmerich die Möglichkeit zu geben, selbst anzutreten. Was von den Medien heute als heimtückisches Täuschungsmanöver der AfD hingestellt wird, ist in Wahrheit der Eiertanz von CDU und FDP, sich selbst in die Regierungsverantwortung zu bringen, aber hinterher die Hände in Unschuld waschen zu wollen. So nahm die Wahl den erwartbaren Verlauf. Ramelow erreichte in den ersten beiden Wahlgängen die benötigte absolute Mehrheit nicht. Im dritten Wahlgang, diesmal mit dem neu hinzugekommenen Kandidaten Thomas Kemmerich, änderte die AfD nun logischerweise ihr Stimmverhalten. Weil es für den eigenen Kandidaten aussichtslos war, eine Mehrheit zu erreichen, stimmte sie nun geschlossen für Thomas Kemmerich. Damit hat die AfD nicht mehr und nicht weniger als ihr wichtigstes Wahlversprechen realisiert, und das war immer noch die Wiederwahl Bodo Ramelows zu verhindern. Wenn man sich die Reaktionen von Linken, SPD und Grünen anschaut, bekommt man den Eindruck, böse Mächte hätten Bodo Ramelow das Ministerpräsidentenamt auf heimtückische Art und Weise gestohlen.
Dass sich die AfD im dritten Wahlgang so verhalten würde, war jedoch von allen von vornherein absehbar. Viele Zeitungen hatten im Vorfeld der Wahl auf diese Möglichkeit hingewiesen, zumal die AfD mehrfach signalisiert hatte, dass sie unter Umständen auch einen anderen bürgerlichen Kandidaten mitwählen würde. Und Kemmerich ist in jedem Fall für Thüringen besser als Bodo Ramelow. FDP und CDU strebten keine Regierungszusammenarbeit mit der AfD an. Ganz im Gegenteil, Thomas Kemmerich verunglimpfte die AfD direkt nach der Wahl und bezeichnete sich als Anti-AfD und Anti-Höcke. Stattdessen sollte eine FDP-CDU-Regierung unter Einschluss von SPD und Grünen aus der Taufe gehoben werden, unter Tolerierung durch die Linken. Das war das Ziel von Kemmerich. Es war letztlich der Versuch, Bodo Ramelow als Ministerpräsident zu verhindern und entsprach auch dem Wählerwillen, wonach die bisherige Koalition unter seiner Führung klar abgewählt worden war. Doch dies alles scheiterte gründlich. SPD und Grüne dachten gar nicht daran, mit FDP und CDU zusammenzuarbeiten. Nach der Blockade von SPD und Grünen war klar, dass Kemmerich nun mit Hilfe der AfD würde regieren können. Nun ging der Sturm erst richtig los. Die üblichen Verdächtigen starteten angeblich spontane Demonstrationen mit vorgefertigten Plakaten. FDP-Geschäftsstellen im gesamten Bundesgebiet wurden belagert und Veranstaltungen gestürmt, sodass die Polizei immer wieder anrücken musste. FDP-Politiker bekamen Morddrohungen. Mit Anschlägen auf Parteibüros und Privatwohnungen wurden bundesweit Vertreter von FDP und AfD tyrannisiert. Wie die Bild-Zeitung berichtete, musste die Berliner FDP-Parteizentrale mit 6 Mannschaftswagen geschützt werden. Caroline Preisler von der FDP in Mecklenburg-Vorpommern wurde mit Feuerwerk beschossen, als sie mit ihrer Tochter vor ihrem Haus stand. Die Kinder von Thomas Kemmerich konnten nur unter Polizeischutz zur Schule gehen. Seine Frau wurde auf offener Straße angespuckt. Ebenso erging es einer Mitarbeiterin des FDP-Landesverbandes in Bremen. Der Hass der Linken und Grünen scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Nun werden neben AfD-Politikern auch FDP-Politiker bundesweit als Nazis beschimpft. Das zeigt einerseits, wie geschichtsvergessen und dümmlich heutzutage mit Begriffen um sich geworfen wird, und andererseits, wie extremistisch die Pseudodemokraten links der Mitte wirklich sind. Weite Teile der CDU und FDP ignorierten den Antifa-Terror, solange er nur gegen AfD-Mitglieder gerichtet war. Insgeheim fördern sie die Antifa sogar mit Steuergeldern. Denn über die öffentlichen Haushalte bekommen linksextremistische Vereine, wie zum Beispiel der Miteinander e.V., jährlich Millionen Euro an Steuergeldern zugeschoben. Mit diesem Geld werden der linke Straßenkampf und Terror zumindest ideologisch mitfinanziert. Doch die staatlich alimentierten linken Fanatiker beißen auch die Hand, die sie füttert. Von CDU und FDP war es naiv zu glauben, dass sich der Hass von Antifa, Miteinander e.V. und Co. nicht auch gegen sie selbst richten würde. So langsam wird ihnen bewusst, dass sie die linksextremen Hilfstruppen gegen die AfD nicht im Griff haben. Sie bekommen nun die eigene Medizin verabreicht. Aber Schadenfreude ist alles andere als angebracht. Denn Gewalt als Mittel zur Umsetzung von politischen Zielen untergräbt das parlamentarische System und ist damit eine wirkliche Gefahr für unsere Demokratie. Neben dem eben beschriebenen Druck von unten auf Thomas Kemmerich kam dann der ausschlaggebende Druck von oben. Angela Merkel schaltete sich am Tag nach der Wahl während eines Staatsbesuchs in Südafrika unmittelbar in die Geschehnisse ein. Sie forderte,
Das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen müsse, Zitat, rückgängig gemacht werden, Zitat Ende, und sprach von einem, Zitat, unverzeihlichen Fehler, Zitat Ende. Ein solches Verhalten ist für ein Staatsoberhaupt unerträglich, denn Merkel forderte damit nichts anderes als die Rückgängigmachung einer demokratischen Wahl. Wie schon bei der Grenzöffnung für 1,5 Millionen Zuwanderer fügte Merkel damit einen weiteren Verfassungsbruch hinzu. Deshalb wird die AfD eine Strafanzeige gegen Merkel, Zitat, wegen Nötigung des thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich, Zitat Ende, stellen. Unter dem Druck der Straße und dem Druck der Kanzlerin verkündete Kemmerich sodann seinen Rücktritt als Ministerpräsident und kündigte Neuwahlen an. Christian Lindner überredete ihn zu diesem Schritt, obwohl auch er selbst am Tag zuvor Kemmerich grünes Licht für seine Kandidatur gegeben hatte. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sagte, Angela Merkel hätte Lindner und Kemmerich damit gedroht, sämtliche Landesregierungen mit CDU und FDP zu beenden. Daraus kann man nur eins ableiten. Eine verfassungsfeindliche Kanzlerin missbraucht ihre Macht, um eine demokratische Wahl nachträglich außer Kraft zu setzen. So weit sind wir in der Bundesrepublik Deutschland schon gekommen. Das war aber nur der erste Rücktritt. Der Auftakt zur großen Säuberungswelle innerhalb der CDU begann dann am Freitag, zwei Tage später. Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, die Thüringer CDU-Fraktion habe, Zitat, ausdrücklich, Zitat Ende, gegen den Willen der Bundespartei gehandelt. In Berlin war sich die Regierungskoalition einig, dass es schnell Neuwahlen geben sollte. Die CDU-Landtagsfraktion war davon jedoch nicht begeistert. Etliche CDUler fürchteten bei einer Neuwahl um ihren Platz im Parlament. AKK gelang es am Donnerstag und Freitagmorgen nicht, Moring zu baldigen Neuwahlen zu überreden. Daraufhin kündigte Mike Moring an, sich im Mai nicht mehr für den Parteivorsitz bewerben zu wollen. Auch seine Fraktionskollegen wollten ihn loswerden. Der abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow bezeichnete ihn jetzt im Interview mit dem Spiegel als, Zitat, Steigbügelhalter, Zitat Ende, von Höcke. So weit geht mittlerweile persönliche Diffamierung und Verächtlichmachung. Das nächste Opfer der Kanzlerin war der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, der von Merkel zum Rücktritt gezwungen wurde. Sein Vergehen war es, Thomas Kemmerich zum Wahlsieg zu gratulieren. Juso-Chef Kevin Kühnert twitterte daraufhin, Hirte sei der erste Trittbrettfahrer der blau-schwarz-gelben Schande, der nun gehen müsse. Und weiter, Zitat, ihm werden viele folgen müssen, Zitat Ende. Soweit ist die CDU also mittlerweile gekommen. Dass ihr von der völlig kaputten SPD diktiert wird, was sie zu tun und zu lassen hat. Merkel-treue Systemlinge wie Julia Klöckner sprangen auf den Denunziationszug auf. Als nächstes Merkel-Opfer war Annegret Kramp-Karrenbauer an der Reihe. Wegen der ihr unterstellten Führungsschwäche verkündete AKK am vergangenen Montag nach einem regelrechten Trommelfeuer der Medien auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und ihren Parteivorsitz abzugeben. Sodann kam die Werteunion ins Visier. Der EU-Abgeordnete Elmar Brok gab vor laufender Kamera folgendes Statement ab. Ich habe heute Morgen wieder das Interview des Vertreters der Werteunion gesehen. So etwas darf man gar nicht zulassen. Wenn man solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand. Das ist wie ein Krebsgeschwür. So etwas muss man vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen, damit ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann. Wie geht es nun weiter? Die
Die CDU-Fraktion hat wohl das geringste Interesse an Neuwahlen. Die jüngste Wahlumfrage bescheinigt der CDU einen katastrophalen Absturz auf 13%. Die FDP kommt noch auf 4% und würde damit aus dem Landtag verschwinden. Die AfD steht konstant bei 24%. Nur die Linke würde mit 39% etwas dazugewinnen. Für eine Auflösung des Landtages ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit nötig. Das heißt, für eine Neuwahl bedarf es der Beteiligung der CDU oder der AfD. Die Fraktionen von CDU und FDP erklärten, dass sie Bodo Ramelow in einem erneuten Wahlgang nicht wählen werden. Das könnte für Bodo Ramelow zum Problem werden, denn sollte es bei der Wahl keinen Gegenkandidaten geben und sich CDU und FDP enthalten, die AfD aber für Ramelow stimmen, dann wäre Ramelow ebenso wie Kemmerich nur durch die Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er dürfte dann, um seiner eigenen Logik zu folgen, das Amt nicht annehmen. Alexander Gauland hatte genau das nämlich in Aussicht gestellt. Deshalb malt Bodo Ramelow nun eine drohende Staatskrise an die Wand, falls es so kommen würde, wie es hier beschrieben wurde. Ramelow strebt in 2 Wochen seine Wiederwahl an. Der Göttinger Staatsrechtler Hans-Michael Heinig sagte gegenüber dem Handelsblatt, Zitat, wenn Herr Ramelow nur sagt, alle demokratischen Kräfte müssen mich wählen, sonst liege eine Staatskrise vor, setzt er den eigenen parlamentarischen Erfolg mit dem staatlichen Normalzustand gleich. Das ist eine zutiefst undemokratische Haltung. Zitat Ende. Recht hat er. Weil die Linken jetzt Oberwasser haben, lassen sie ihre demokratischen Masken fallen und zeigen ihr wahres, verfassungsfeindliches Gesicht. Die Thüringer Linke-Chefin Susanne Henning-Welsow sagte gegenüber dem ZDF, dass sich die Wahlhilfe durch die AfD nur ausschließen ließe, wenn, Zitat, die Stimmen dokumentiert sind, Zitat Ende. Spätestens mit der Abschaffung der geheimen Wahlen als Kernelement der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird die Demokratie in unserem Land zu Grabe getragen. Die SPD in NRW erarbeitete einen Antrag, in dem es wörtlich heißt, Zitat, ebenso darf es keine Gesetzesbeschlüsse im hiesigen Landtag geben, die nur durch die Stimmen von AfD-Abgeordneten eine Mehrheit gefunden haben. Zitat Ende. Eine solche Beschlusslage bedeutet de facto die Abschaffung der Rechte der AfD-Abgeordneten. Allein einen solchen Gedanken zu haben, ist schon Ausdruck einer zutiefst verfassungsfeindlichen Gesinnung. Bodo Ramelow wurde seit den 80er Jahren bis 2013 vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch ist der gebürtige Niedersachse in dubiose Immobiliengeschäfte nach der Wende mit Ex-Stasi-Funktionären verstrickt. Es ist bemerkenswert, dass Angela Merkel als CDU-Kanzlerin das Geschäft dieser linken Demokratiefeinde besorgt und unterstützt. Unterdessen weitet sich das Thüringer Chaos auch auf Sachsen-Anhalt aus. Der CDU-Fraktionsvize Lars-Jörn Zimmer wollte gegenüber dem ZDF eine CDU-Minderheitsregierung unter AfD-Tolerierung ab 2021 nicht ausschließen. Daraufhin schaltete sich der Merkel- und Haseloff-Fan Holger Stahlknecht ein und drohte mit Konsequenzen. Siegfried Borchwardt und Tobias Krull sprangen Stahlknecht zur Seite. Rainer Haseloff tat Zimmers Äußerungen als, Zitat, Einzelmeinung, Zitat Ende ab. Dabei scheint Haseloff vergessen zu haben, dass ein erheblicher Teil der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt mit dem gegenwärtigen Kurs der Kenia-Koalition völlig unzufrieden ist. Inzwischen ist Lars-Jörn Zimmer von Stahlknecht einbestellt worden, um sich von seinen Äußerungen zu distanzieren. Linke und Grüne fordern mittlerweile seinen Rücktritt.
Ausgerechnet Angela Merkel hat die infame Verleumdung geprägt, die AfD wolle die Demokratie kaputt machen. Die Ereignisse zeigen deutlich das genaue Gegenteil. Angela Merkel hat begonnen, nunmehr die CDU kaputt zu machen, indem sie sich als Vollstreckerin linksgrüner Einschränkung demokratischer Rechte betätigt. Daraus kann nur ein Schluss gezogen werden: Merkel muss gehen. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.